So, hallo. Wir haben hier Quavena zu Besuch und das Projekt in Ghana, Garden Communities Ghana, Neues Dorf Ghana, läuft inzwischen immer besser und Ja. wir treffen uns natürlich immer wieder, um ein bisschen zu hören, was so passiert und was auch schief geht. Manches geht auch schief. Quavena, wie steht's im Moment? Ja, im Moment stehen die Zeichen sehr gut. Also wir haben auch in diesem Jahr einen kleinen Erfolg verbucht. Also dass die Leute im Dorf beziehungsweise im Garten auch Stände geschafft haben, ein bisschen Geld zu erwirtschaften. Nämlich also 290 Euro ist in die Kasse reingekommen. Das ist eine tolle Nachricht für mich. Ja, das hört sich erstmal nicht so viel an, aber es ist im Kontext, auf dem Land in Ghana ist es sehr, sehr viel Geld und es wurde verdient durch Menschen, die in diesem Projekt mitgearbeitet haben und damit jetzt auch gelernt haben, dass sie mit Arbeit was machen können, was halt diesen Wert auf dem Markt auch hat, ne? Und das ist halt eine großartige Erfahrung, die sich natürlich rumspricht. Ja, das ist sicherlich richtig, weil die haben auch selber gelernt, wie man auch die Hühner vorbereitet für die Markt verkauft und dass man auch zum Beispiel auf dem Markt einen Stand braucht, zum Beispiel einen Käfig, wo die Hühner drin sein können, damit man verkaufen kann. Das haben sie ja auch gelernt und die sind sehr stolz darauf, dass sie jetzt wissen, wie man das mag, also das, was die Hühner angeht. Ja, es ist ja die Idee, dass wir halt hier Menschen ermutigen, selber auch Kleinunternehmer zu sein, Familienbetriebe zu gründen. Anstatt alles zu machen und nur Leute zu beschäftigen, sollen die Menschen selber selbstständig sein. Du bist Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer in Deutschland und machst jetzt halt in Ghana dieses große Projekt mit über 40 Hektar Land. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ist sehr, sehr groß und das ist gerade erst am Anfang, ne? Und du kannst halt die Menschen motivieren, etwas zu tun. Und in einer Gegend, wo Mutlosigkeit ist, ne? Wo die Menschen eigentlich aufgegeben haben. Entweder sie wollen auswandern, weggehen und das ist ja meistens nichts, was gut ausgeht. Oder halt sie ja, hängen nur noch ab und machen nichts. Und da gibt es aber welche, die jetzt durch dich da die Chance gekriegt haben, was zu tun. Und einer von denen, die die Chance gekriegt haben, der war, glaube ich, der Erste, war der, der die Schweine gezüchtet hat. Und da ist tatsächlich jetzt mal was schiefgegangen. Vielleicht kannst du davon mal was erzählen. Also das mit den Schweinen, es ist ja auch so, dass inzwischen sind auch kleine Erfolg da, weil also mit zwei Schweinen hat jetzt inzwischen auch ungefähr 40 also Schweine. Und das, was momentan Problem ist, ist auch mit der Nahrung. Deshalb also müssen sie ja auch erstmal Nahrung kaufen. Und das ist leider inzwischen die Tierfutter sehr teuer geworden. Und sind wir auch dabei, diese zu korrigieren, indem wir auch selber auch Mais angebaut haben. Und dann wichtig ist das ja auch, dass sie auch alternative auch, Mittel, zum Beispiel also Süßkartoffel, ne? Und da sie Süßkartoffelblätter auch als Gänse, also grüne Zeug für die Tiere. Und das ist unser momentan ja, herausfordernd. Aber das schaffen wir. Wir sind ja sehr gut dabei. Ja, das ist jetzt die Idee, dass du halt die sogenannten Soldatenfliegen züchtest aus Abfall. Ne? Also die Abfälle werden durch diese Maden von der Soldatenfliege gefressen und diese Maden sind tolle Nahrung für Hühner und auch für Schweine, weil nämlich die Schweine, als das Futter nicht mehr gekauft wurde und die nur noch Grünfutter kriegten, sind abgemagert und ein abgemagertes Schwein gibt nicht viel Nahrung. Und in einem Land, wo die Menschen schon nicht genug zu essen haben, kann man dann auch schlecht begründen, dass jetzt Mais an Schweine verfüttert wird. Und jetzt das neue Projekt, das startet jetzt, ne? Das hat lange gedauert, die Vorbereitung zu haben, die
Larven zu bekommen auch. Und Quabena hat mir eben erzählt, jetzt endlich hat er die Larven gekriegt und hat auch verstanden, das Problem, was beim ersten Mal kein Erfolg war. Und jetzt, du fährst ja jetzt wieder los in den nächsten Wochen und dann kann das gleich weitergehen. Und eine der Ideen war jetzt auch, dass die Äpfel von der Cashewnuss, also es werden ganz viele Cashewnüsse angebaut in der Region und die Cashewnuss wächst an einem Apfel. Also ich nehme jetzt einfach hier einen von meinen Äpfeln. Der sieht ähnlich aus. Also bei der Cashewnuss, der ist grün, aber da drunten dran ist dann die Cashewnuss. Und jetzt werden diese Äpfel, werden da zu Millionen weggeschmissen. Und eine Idee ist jetzt halt da auch, diese Soldatenfliege, Black Soldier Fly, zu züchten und dann damit halt hochwertiges Futter für Hühner und auch Schweine zu kriegen. Und wenn das Huhn solches Futter hat, dann ist das Hühnerei wirklich sehr hochwertig und es gibt die sogenannten DHA-EPA-Fettsäuren und das ist das Wichtigste überhaupt für die Gehirnentwicklung. Ne, das ist in Deutschland schlecht und in afrikanischen Ländern noch sehr viel schlechter. Da, wo die Leute keinen Fisch essen, ist der Ernährungszustand oft sehr, sehr schlecht. Und die Hühnereier von Hühnern, die Grünfutter fressen und die zum Beispiel solche Maden fressen, das ist hochwertig und das ist Gehirnnahrung. Und das ist halt etwas, was halt ganz prima ist. Und wenn man jetzt Hühner nur mit Getreide füttert, dann fehlt das. Das ist dann schlechte Nahrung. Und insofern soll es jetzt sehr hochwertige Nahrung geben, damit die Menschen auch ja, einfach bei der Gehirnentwicklung nach vorne kommen, gesünder sind, ein besseres Immunsystem haben. Und dann kann es auch für alle aufwärts gehen. Ja, was gibt's noch Neues? Was hast du noch vor? Ja, also das mit dem, zur Ergänzung, das mit dem Black Soldier Fly Larvae, beziehungsweise diese Maden, das ist ja, muss man so vorstellen, es ist ungefähr 40% an Protein und 10% Fett. Das heißt, also wenn man damit auch diese Tiere futtern, dann hat man ja Protein, beziehungsweise auch Fett gleichzeitig. Und das ist ja auch das Interessante dabei ist ja, es ist diese Maden, die leben von Abfällen. Und Abfälle im Farm haben wir genug, zum Beispiel auch die Schweinemist zum Beispiel sind auch Abfälle, die auch dafür da gut sind, um diese Made herzustellen. Und Und hinterher gibt es wunderbaren Kompost für den genau, Boden. und ganz besonders ist das ja danach, wenn diese Made auch abgefuttert haben, die hinterlassen einen wunderbaren Kompost, das nennt man Fraß und das ist auch ein sehr, sehr guter Kompost, also auch für die Landwirtschaft. Das heißt, wenn man auch also ein Bio-Anbau ist, dann muss man ja nicht unbedingt auch dementsprechend lange Zeit Kompost züchten, sondern danach, also man muss sich vorstellen, nach 21 Tagen hat man die Möglichkeit, ein wunderbares Maße von Kompost zu haben. Und dann hat man gleichzeitig auch diese Protein bzw. Fett. Also was Besseres gibt zurzeit nichts. Und deshalb bin ich sehr, 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 sehr scharf darauf. Also ich habe fast ja, ungefähr einen Monat gebraucht, um die Fehler herauszufinden, warum beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und dieses Mal klappt das. Also, ich zeige euch Video bzw. Filme davon. Ja, die Fehler sind dafür zu lernen und das sollte klappen. Eine andere Sache, die du jetzt schon umgesetzt hast von unserer Forschung, ist die Aquakultur, ne? Also auch Wasserflächen mit Schwimmpflanzen, wo halt dann Tilapia, also der vegetarische Fisch, der dann aber wirklich sehr hochwertige Nahrung, auch Gehirnnahrung ist. Protein, hochwertiges Protein. Das Protein fehlt in diesen Ländern. Wenn man immer nur Mais isst, Mais, 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 da kann man nicht gesund sein. Da kann sich das Gehirn nicht entwickeln. Und deshalb brauchst so dringend diese hochwertige Nahrung. Und du hast mir eben auch erzählt, dass jetzt auch langsam von den Bäumen, die auch Nahrung bringen, immer mehr selber produziert wird auf dem Gelände. Vielleicht kannst du da jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte zu sagen. Ja, also wir bauen jetzt, also wie gesagt, ein Food Forest und zurzeit, also wir
gehen davon aus, also seit haben Jahr haben wir keine Nahrung von außerhalb gekauft. Wir haben uns ja nur von das, was wir angebaut haben, ernährt. Und das ist unsere sehr gute Nachricht, also von dort aus. Und also ja, wir haben ja zum Beispiel Moringa, ein Pflanzen, der ja auch sehr wertvoll ist, auch für sowohl für die Menschennahrung, auch als Tierfutter. Und das hilft uns sehr, weil, also, wie gesagt, also Vitamin und Protein, also wie gesagt, also pflanzliche Protein, es gibt es uns die Moringa-Pflanzen. Und ganz interessant ist auch dazu gekommen, ist ja Artemisia annua. Das ist ja auch Artemisia, ist ein Pflanzen, ein Heilpflanzen, die ja auch sehr gut gegen Malaria, beziehungsweise also, das ist die Hauptkrankheit überhaupt in tropischen Ländern und auch bei uns im Farm ist ja auch Malaria da. Und durch unser Artemisia-Anbauen ist ja, also seit haben wir ja keine Anfälle von Fieber bzw. Malaria. Und das ist auch ein sehr, sehr positives Ereignis, was im Farm gerade auch stattfinden. Und ganz zum Schluss, mit der Fischzeug, also beziehungsweise die Fisch Tilapia beziehungsweise Wels, das heißt ja die Cuttfisch. Durch diese Black-Soja-Fly haben wir Black-Soja-Fly beziehungsweise die Made haben wir die Möglichkeit, auch diese Fische auch zu ernähren, ohne dass man ja extra Nahrung kaufen müssen. Das heißt also nicht wie hin, also Black-Soja-Fly-Lobby muss jetzt passieren. Es muss klappen. Und das klappt auch. Ja, ist eine Basis für sehr vieles. Und diese Äpfel von den Cashews gibt es halt ohne Ende. Also das ist eine riesige Ressource, die einfach nur verrottet. Es ist ein Trauerspiel. Und ja, man kann natürlich auch Schnaps draus machen, ist vielleicht auch noch ein Produkt. Aber die Sache ist halt, dass auch diese Vermarktung der Cashewnüsse, die werden so billig aufgekauft für nix und die Leute haben überhaupt nichts über. Das ist eine Verarmung der Region. Und jetzt, wenn man da die Weiterverarbeitung in Gang bringt, also es gibt Möglichkeiten ohne Ende, ganz, ganz viel. Und jetzt möchte ich halt einfach auch noch mal zum Schluss aufrufen, wer mitmachen möchte, man kann dort auch hinkommen und mitwirken. Man kann auch mitwirken über zum Beispiel eine Masterarbeit, eine Projektarbeit, eine Arbeit in der Schule, also auch vielleicht mal in der Klasse, wenn da ein Projekt vorgestellt werden soll. Es braucht ganz, ganz viel mehr Menschen, die sich kümmern, die halt mitwirken und dafür sorgen, dass es eine gute Zukunft gibt. Und die vielen Beispiele, die hier schon geklappt haben, das ist sehr ermutigend. Und Quabena hat mir eben erzählt, dass zu Anfang wurde immer wieder E-Mail geschickt oder angerufen, hier, wir brauchen dringend Geld, dies und das und das, wir müssen das kaufen, wir müssen das kaufen. Und das hat jetzt aufgehört, weil so viel selber produziert wird und weil auch Einkommen selber generiert wird. Und die Idee jetzt, wo wir weiter zusammenarbeiten, das ist halt, wir machen eine Akademie, so dass halt auch dort eine Permakulturakademie ist, wo wir diese Sachen auch vermitteln über ja, einfach Schulungstage, Seminare und auch, dass ja durchs Land gereist wird und Menschen diese Dinge gezeigt werden. Und es gibt so viele Möglichkeiten und ja, da sollten einfach viel mehr Menschen von wissen, weil es gibt doch einige, die auch große Lust haben, bei sowas mitzuwirken. Und die das jetzt sich mit angeschaut haben, es haben einige von Ihnen, von euch gespendet. Auch dieses Geld ja, ist gut angekommen, sehr gut angelegt worden. Wir halten das auch immer nach und weitere Spenden sehr willkommen. Hier unten drunter auch die Angaben, wo man weitere Spenden machen kann. Ja, vielleicht auch von dir aus nochmal für die Leute, die gespendet haben, noch ein Wort. Ja, erstmal vielen, vielen tausend Dank für die Spende, die Sie auch an uns geschickt haben. Danke, das hilft sehr.
weil dadurch haben wir auch die Möglichkeit, auch für Ort diese Arbeit weiter zu treiben. Danke an allen. Und zum Beispiel auch die Idee, auch mit den Spenden habe ich in diesem Jahr vor Ort eine Möglichkeit an kleine Entrepreneur bzw. Selbstständigkeit zu gründen für Menschen, weil ich habe auch entdeckt, es gibt ja zum Beispiel Abfall, viele Abfälle, die man auch zum Brikett also verwenden kann. Und es ist auch mit ganz wenig Geld auch gemacht werden kann. Genau, die Ja. Reisspelzen, ne, die Ja. ein Riesenproblem sind, die Ja. kaum genutzt werden, und du würdest da Briketts draus produzieren, dass das Brennholz ersetzen kann, sodass weniger Bäume abgeholzt werden, und daraus entsteht dann eine Asche, wo die Nährstoffe frei werden. Ne? Diese Reishusks, die Reisspelzen, kann man nicht kompostieren, und Ja. deshalb, die müssen verbrannt werden. Oder Holzgas wäre dann das nächste Projekt, aber wir wollen es noch nicht gleich zu schwierig machen. Ja, Quabena, ganz vielen Dank, dass wir jetzt so ein bisschen so Neueres gehört haben. Du wirst ein Video mitbringen, also wir werden dann, wenn du zurück bist, auch noch mal ein Video mit mehr Bildern machen. Das war jetzt halt mal nur verbal. Danke für das Interesse und bis bald. Tschüss. Tschüss.